Waldo und ich sind heute auf den Westerrollen angekommen. Die Westerrollen sind eine Inselgruppe zwischen den Lofoten und dem Festland hier in Nordnorwegen, weit nördlich des Polarkreises. Wirklich eine tolle Ecke, also landschaftlich absolut reizvoll und schön anzusehen. Wir sind allerdings in erster Linie wegen der Fischerei hier. Wir waren schon mal hier vor etwa 1,5 Jahren, damals auf den Lofoten, haben dort die Winterfischerei auf Dorsch oder auf den Skrei, auf den Wanderdorsch mal angetestet und waren wirklich absolut begeistert. Jetzt sind wir im Sommer zurückgekehrt, es ist Mitte August, wirklich schön warm, so an die 20 Grad, die Sonne scheint, wie man sieht. Und wir werden jetzt mal heute Nachmittag und eventuell auch morgen mal zum Fischen rausfahren, genauer gesagt mit Gunnar, dem Mitbesitzer der Anlage hier in Öffersøy, in der wir uns gerade befinden. Und Gunnar hat ein schön großes, 8-9 Meter langes Guidingboot, mit dem wir uns hier auf den Westfjorden bewegen werden. Und ja, bin gespannt, was hier noch so passiert. Gunnar, was für Fischarten können wir hier heute erwarten? Today I hope we catch cod, coalfish, yes, mackerel, maybe halibut. Okay. Maybe we catch some big ones too, I hope. Oh, das wäre schön. Also Gunnar sagt, wir haben gute Chancen heute auf Dorsch, auf Makrele, auf Köhler und vielleicht auch auf Halibut. Und er rechnet auch mit guten Fischen. Also wir haben auch die Chance, heute einen richtig tollen, großen Fisch zu kriegen, ja? Ja. Okay, ich finde, wir sollten nicht länger warten und anfangen. Let's go. Yes, I'm ready. Ja, wir sind jetzt ungefähr 20 Minuten gefahren von Öffersøy, vom Feriencenter hier auf den Westfjord und haben einen Berg von 75 Metern hier. Und ja, da drüben sind auch noch zwei andere Angelboote, also scheint eine gute Ecke zu sein. Und Gunnar kennt sich ja auch gut aus hier. So, ich habe hier einen Gummifisch und wie es unschwer zu erkennen ist, sieht der aus wie ein kleiner Köhler. Und hier unten schwimmen auch ja, haufenweise kleine Köhler rum. Also das ist wirklich genau die Nahrung, die hier die Dorsche und die Butte auch zu sich nehmen. Meistens sind die ein bisschen größer, also die Köhler, die hier unten rumschwimmen. Aber perfekte Imitation, würde ich sagen. Und es hat sich auch gezeigt, dass dieser Köhler wirklich sehr effektiv ist und gut funktioniert. Und mal schauen. Wir haben jetzt ein bisschen Winddrift und wie gesagt, die Tiefe liegt so bei im Schnitt 70 bis 80 Metern. Und eventuell werde ich gleich nochmal auf den Pilker wechseln. Aber trotzdem, guter Köhler, funktioniert und mal schauen, was gleich noch kommt. Ja, ich habe es runtergelassen, knapp 70 Meter, 75. Das ist jetzt eine relativ flache, ebene Fläche hier oben auf dem Berg, eine Art Plateau. Und ja, mit dem Gummifisch mache ich eigentlich gar nicht viel. Ich lasse den im Prinzip nur hängen und wir driften ja auch mit dem Boot durch die Winddrift. Und der Gummifisch schwänzelt durch seine eigene Aktion durchs Wasser und ich drehe ab und zu mal ein paar Meter hoch. Ganz langsam, 3, 4, 5, 6 Meter hoch. Halt ihn dann ein bisschen und lass ihn so ganz, ganz langsam schrittweise wieder runter. Ja, und das mache ich die ganze Zeit. Also ich führe den Köder im Prinzip immer in so größeren Wellenbewegungen. Also nicht nur dicht am Grund, sondern auch darüber. Oft ist es ja auch so, dass die Fische beim Hochdrehen, beim langsamen Hochdrehen kommen. Also gerade Halibut neigt dazu, hinterher zu schwimmen und sich den Köder irgendwo im Mittelwasser zu greifen oder sogar bis zum Boot hinterher zu kommen und sich den erst oben zu holen. Ja, es hat jetzt ein bisschen gedauert. Wir hatten ein paar Stellen hier befischt und ja, einige Lumps gefangen. Waldo hatte ja noch den großen Halibut-Nachläufer, geschätzte 20, 30 Kilo. Wir alle drei haben ihn gesehen. Jetzt haben wir hier eine Stelle so zwischen mehreren Inseln, wo anscheinend ein paar Dorsche sind. Und ich habe hier einen auf Gummifisch bekommen. Ich denke mal, dass es ein Dorsch ist. Und ich glaube, der ist gar nicht so schlecht. Wir haben auf dem Echo
Kanakelot einen riesengroßen Schwarm, wahrscheinlich mit kleinen Köhlern ausgemacht. In ca. 90 Meter Tiefe. Ich habe direkt über den Grund mit einem großen Pilker 200 Gramm einen heftigen Anbiss gekriegt. Und ich pumpe jetzt hier auch schon 3-4 Minuten. Ich vermute mal, es ist ein richtig guter Dorsch. Wieder hier am Kleinköhlerschwarm beim Absacken. Ich habe den Pilker drauf. Beim Absenken lassen. Noch immer blieb das alles stehen. Und angehauen und richtig heftiger Widerstand. Jetzt eben hat er auch ein bisschen Schnur genommen. Also keine Ahnung, was das sein könnte. Auf jeden Fall ein guter Fisch. Große Raubtierfütterung. Nur die Mutigen kommen ran an Fisch. Put, 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 put. Wir wissen nicht, wer es war. Irgendeine Möwe hat den Köhler komplett geschluckt. Keine Ahnung. Einfach weg. Er hat uns jetzt hier eine ganz interessante Stelle gebracht. Man sieht auf beiden Seiten ein bisschen Land. Das ist eine Rinne, die zieht sich dazwischen durch, 30 bis 40 Meter tief. Das bringt natürlich auch Strömung und Nahrung mit sich. Und wir vermuten hier jetzt Dorsche und natürlich auch Heilbutt. Wir haben jetzt alle auf Gummi gewechselt, weil wir sind natürlich drauf, außen einen schönen Heilbutt vielleicht nochmal zu bekommen. Nach einer Weile verlässt uns die Geduld. Wir wechseln zu einem Unterwasserberg, an dem schon nach kurzer Zeit die Routen krumm sind. Da geht was. Ja, ein schöner Köhler, aber hinter mir ist Gunnar. Mit einem richtig fetten Dorsch gerade im Drill. Ich pack den mal schnell weg und helfe ihm. Oh, what a big one! Yes! Oh, Gunnar! You take him? Yes, I have it. What a big one! Nice one! It's biggest today! Lange haben wir gesucht, aber jetzt an der steilen Kante haben wir Fische gefunden. Große Köhlerschwärme. Sieht man auch auf dem Echolot. Nice fish. Yes. Ja, der Klassiker. Gunnar meinte gerade, wir wollen den Platz wechseln. Ich habe ihn besenkt an meinen Pilker hochgedreht und dann irgendwo so auf 20, 30 Meter Wassertiefe knallt auf einmal die Rute runter. Und boah. Ich denke mal, das ist ein Köhler. Ja. Ja, schöner Köhler. Ich denke mal so um die 4 Kilo. Und die machen schon richtig, richtig Spaß.
nächsten Tag, uns tun immer noch die Arme vom Drillen weh, fahren wir weiter in die Anlage Fjordcamp, die auf der Westseite der Westerrollen liegt. Kjetil, der Manager der Anlage, berichtet uns jedoch, dass die Fänge im Fjord direkt vor der Anlage in den letzten Tagen nicht besonders gut waren. Normalerweise ist dies ein ausgesprochen gutes Revier, besonders für Angler, die es auf Heilbutt abgesehen haben. Da es in den letzten Wochen jedoch sehr warm war, hält sich das Beißverhalten der Fische zurzeit in Grenzen. Wir entscheiden uns deshalb für einen Kutterturn auf die offene See. Wir sind jetzt nach Houghton gefahren, das ist am nördlichen Teil der, oder am nordwestlichen Teil der Westerrollen. Wir fahren heute mit Nils Olaf, einem sehr erfahrenen Fischer hier aus der Gegend, mit seinem Kutter raus zum Fischen. Erstmal in den Fjord und dann nachher vielleicht noch mal ein bisschen weiter raus aufs Meer, weil im Moment haben wir noch ein bisschen Wind, auch ein bisschen Regen, aber das soll wohl zum Nachmittag hin ein bisschen nachlassen. Deswegen fangen wir erstmal ganz entspannt an hier im Fjord hinter uns. Nils, what do you think, what can we catch in this area today from your boat? I can't guarantee anything, but some cods and sites, maybe a halibut. With absolutely no guarantee. Okay. Also Dorsche, Köhler, also Seelachse und vielleicht auch Heilbutt, aber ohne Garantie. Aber wir werden sehen. Wir geben uns Mühe und schauen mal, was hier heute an Bord kommt. Okay. No, it's yours. Ja, wir lassen das hier alles ganz ruhig angehen. Jetzt ja, bevor wir rausfahren, bevor wir ins Fischen gehen, wird erstmal ein ordentlicher Kaffee getrunken. Und das lassen wir uns nicht zweimal da. Ja, Nils Olaf hat jetzt ein bisschen Fisch gefunden hier im Fjord, ungefähr 30 Meter Wassertiefe, und ich werde jetzt erstmal mit 150 Gramm schweren silbernen Pilker anfangen und dann vielleicht nochmal auf Gummi wechseln gleich. Schauen wir mal, was hier geht. Ich glaube, da gibt es viel. Die Köder sind kaum am Grund, als auch schon die ersten Dorsche einsteigen. Zuerst kommen ein paar kleinere Exemplare an Bord, doch dann steigt die Durchschnittsgröße deutlich an. Wir erleben kurzweiliges Angeln an Bord des urigen, original norwegischen Fischkutters. Hey. Yeah. 4.5 kilos. The first of many, I hope. Ja, es ist jetzt innerhalb von 2 Stunden total ruhig geworden, spiegelglatte See. Wir können hier ganz entspannt draußen fischen, also außerhalb des Fjordes. Und ich habe jetzt einen Gummiköhler hier runtergelassen und einen schönen knackigen Dorsch drauf gekriegt. Wir fahren noch ein paar Plätze weiter draußen an, doch es zeigt sich, dass die größeren Fische heute eher dicht unter Land zu kriegen sind. Leider hat es auch heute nicht mit dem begehrten Heilbutt geklappt, obwohl die Bedingungen nahezu perfekt waren. Wir sind trotzdem glücklich, denn hinter uns liegt ein toller Angeltag. Allein die wunderschöne Umgebung und die Gastfreundlichkeit unseres Skippers waren es wert, zu diesem Turn zu starten. Wir sind von den Westerrollen jetzt noch mal ein Stückchen weitergefahren, etwa 4-5 Stunden mit dem Auto in Richtung Tromsø,
Und hinter mir zu sehen ist der Malangen. Das ist ein großer Fjord, unweit von Tromsø, etwas südlich von Tromsø gelegen. Ja, wie man schon sieht, die Berge sind nicht mehr ganz so schroff. Es ist alles etwas, ja, etwas lieblicher und etwas sanfter geschwungen als auf den Westerrollen. Und wir sind hier in der Anlage Malangenbrygge. Es ist eine tolle Anlage mit Apartments. Es gibt sogar ein paar Hotelzimmer hier, aber in erster Linie Apartments, direkt am Wasser, einige Fischerhütten einfacher Art, aber auch sehr komfortabel ausgestattete Fischerhütten stehen hier zur Verfügung. Außerdem wirklich tolle Aluboote mit starken Motoren, 60 PS. Und mit genau einem solcher Boote werden wir gleich zum Fischen rausfahren, zusammen mit dem Guide Christian, der uns hier mal ein bisschen das Revier vorstellen und zeigen möchte. Und ja, wir sind gespannt und hoffen natürlich, dass uns auch der ein oder andere Fisch ans Band gehen wird. Bis gleich. Der Malangen ist vor allem für seine exzellenten Köhler- und Heilbuttfänge bekannt. Wie uns Christian berichtet, hatten Freunde von ihm hier in der letzten Nacht rund ein Dutzend Köhler von jeweils gut 10 Kilo im Boot. Also beschließen wir, uns ebenfalls auf die Suche nach diesen kampfstarken Fischen zu machen. Waldo probiert es mit der bewährten Methode, einem schnell durchs Mittelwasser geführten Pilger. Wir sind hier über 120 Meter. Christian, unser Guide, hat uns an eine Stelle gebracht, an der wir Köhler fangen sollten. Ich habe jetzt irgendwas im Freiwasser bekommen, aber es fühlt sich nicht wie ein Köhler an. Und wenn es ein Köhler ist, ist es ein kleiner. Mal gucken. Da kommt was. Selten. Aber ein schöner. Okay. Nice one. Schöner Schellfisch. Lecker. Ja, ein schöner Schellfisch. Typisch dieser Fleck hier an der Seite. Daran erkennt man ihn auf jeden Fall. Und den werden wir uns nachher schön braten. Freue ich mich schon drauf. Schellfisch hat einen ganz besonderen Geschmack. Okay. Anscheinend haben wir heute an den Fischen vorbeigeangelt. Doch die Handyfotos von den schönen Köhlern und Butten, die Christian uns abends im Ferienhaus zeigt, lassen auf jeden Fall erahnen, was hier normalerweise möglich ist. Unsere Nordnorwegen-Reise führt uns am nächsten Tag zu Lauklines Küstferie, einer Anlage, in der Angler alles vorfinden, was das Herz begehrt. Neben Leihbooten liegen hier auch zwei große Guidingboote, mit denen Meeresangler in die reichen Fischgründe vor der Küste hinausfahren können. Und wer noch den ein oder anderen Großfischköder benötigt, kann sich im kleinen Angelladen der Anlage versorgen. Wir erfahren, dass diese Gegend bekannt für ihre hervorragenden Heilbuttfänge ist. Ob es uns hier endlich gelingen wird, einen der begehrten Platten zu fangen. Mit der Lady Elsie, dem Boot des Engländers Jess Walker, fahren wir am nächsten Morgen raus zum Angeln. Stolz zeigt uns Jess die Liste der Butte, die in den vergangenen Wochen an Bord seines Bootes kam, darunter zwei Fische von sagenhaften 130 Pfund. Da es noch etwas windig ist, versuchen wir es zuerst im geschützten Kattfjord. Und es dauert nicht lange, bis unsere Routen krumm sind. Ja, wieder einen kleinen Köhler drauf gehabt, hochgedreht und auf einmal gab es einen kräftigen Ruck in der Route und da ist der Herr Dorsch reingestiegen. Ja, da geht er mal kurz in die Bremse. Das schaut ganz gut aus. Ja, schöner Köhler. Man sieht wieder, dass sich ein Beifänger, ein roter Gummimark in diesem Fall absolut lohnt. Schöner Fisch. Als der Wind abflaut, steuert Chess das Boot in Richtung offene See. Dorthin, wo nicht nur gute Dorsche, sondern auch die Butte lauern sollen. Aber wir sind hier an der Kante vom wirklich sehr tiefen Wasser, so 100, 150 Meter auf 40, 50 Meter, also eine ganz, ganz steile Kante. Und hier stehen die Dorsche, mehr oder weniger gestapelt, kann man sagen. Das sind alles tolle Fische.
Wir haben jetzt schon ein halbes Dutzend Dorsche gefangen, alle so, denk mal so zwischen 2 und 5 Kilo. Und Heilbutt soll hier auch gehen und wir hoffen natürlich, dass uns noch einer der Flachmänner hier ins Band geht. Aber ich habe jetzt wieder einen Dorsch drauf und der ist auch richtig gut. Ja, ich habe eben noch mal ein Zusatzdrilling montiert, weil nur der einzelne Haken hier vom Gummifisch, der hängt nicht immer unbedingt so ganz sicher. Aber mit dem Zusatzdrilling, den ich hier noch angebunden habe, ist das eine sichere Sache. Den stecke ich hinten am Schwanz ein, hier oben oder am Rücken. Und dann sitzt eigentlich jeder Biss und da gibt es keinen Kommen mehr. Nach und nach klappert Chess seine Topstellen ab. Und an jeder dieser Stellen scheint es vor Fischen nur so zu wimmeln. Da muss doch auch mal ein Heilbutt drin sein. Jedes Mal, wenn ein Fisch einsteigt, sind wir darauf gefasst, dass im nächsten Moment meterweise Schnur von der Rolle gerissen wird. Ein klares Zeichen dafür, dass ein Heilbutt sich den Köder geschnappt hat. Aber vorerst werden wir von den Dorschen belagert, die jedoch ebenfalls für eine Menge Spaß an Bord sorgen. Ja, traumhaftes Angeln. Chess und ich im Doppeldrill. Zwei schöne Dorsche, echt herrliche Fische. Kampfstark. In super Kondition, oh, sieht man ja auch. Sehr fit und sehr gute Kämpfer. Scheint bei Chess irgendetwas Außergewöhnliches am Haken zu hängen. I think it's a halibut. I think so. It's a really big one, not a cod. I think it's a halibut. I can't say what size it is, because they're just... Can I help you? No. Some water for the break. You can wind it in. No, it's your fish. That can help me. There's so much line down there. Ich stehe locker an die Reling gelehnt und unser Skipper Chess ist schon am Schwitzen. Unten auf 70 Meter Tiefe hat er einen Biss gekriegt. Erst dachte er, ein großer Dorsch wäre eingestiegen, aber mittlerweile einigen wir uns hier alle an Bord auf Heilbutt. Wollen wir mal sehen, ob einer dieser Flachmänner hier hochkommt. Ich bin total gespannt. Wow. You can wind it in if you want to. Yeah. Okay, I give you a little massage. Massage. Während Chess pumpt und pumpt, trifft Walden die Vorbereitung für die Landung des Fisches. Dafür wird ein kräftiger Landehaken mit Leine am Festmacher des Bootes festgezurrt. Doch dann, nach gut 10-minütigem Drill, kommt die Ernüchterung. Zwei große Dorsche auf einmal. Ich weiß schon, warum ich meinen Beifänger abgemacht habe. Was für ein Doppelfang, ne? Okay, das ist nun kein Heilbutt, aber es sind zwei total stramme Dorsche. Ich glaube, der hat hier schon 9 Kilos. 9 Kilo. 10 Kilo. Yeah. Big Fish. Wir sind uns einig, dass dieser Angeltag einfach nur klasse war. Und wie sagt man so schön, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und den Heilbutt, den holen wir uns beim nächsten Mal. Unsere 10-tägige Tour hier durch Nordnorwegen geht es leider schon zu Ende. Wir fahren gleich mit dem Auto ungefähr in die Richtung, dort hinter mir, Richtung Tromsø zum Flughafen und werden dann wieder nach Hause fliegen mit einem weinenden Auge sozusagen, weil wir haben hier wirklich nette Leute kennengelernt. Wir haben hier
tolle Anlagen gesehen, tolle Fischerei erlebt, tolle Landschaft drumherum und können nur sagen, Nordnorwegen im Sommer ist immer eine Reise wert, besonders für Angler.